zum Essen. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Die Füße tun mir jetzt schon ein bisschen weh. Von dem ständigen U-Bahn-Fahren wird man halt auch nicht fitter. Prost am Tisch. Prost. So, bitteschön, Ihr Mineralwasser. Danke. Ich würde gerne was typisch Fränkisches essen. Was können Sie mir denn empfehlen? Wir hätten jetzt außerhalb von der Karin noch fränkischen Lammbraten mit Salat und Klößen. Und einen fränkischen Hirschbraten mit Blaukraut und Klößen. Was ist der Unterschied zwischen Klößen und Knödel? Weil in Oberbayern, wo ich herkomme, da heißt, also da haben wir nur Knödel. Es gibt keinen Unterschied. Ach so, also es heißt einfach nur unterschiedlich. Ja, ist das Gleiche, ja. Papa! Gibt's denn... Hallo! Du bist mein Sohn? Ja. Hallo, ich bin die Tamara, servus. Ich wandere hier an der Wiese entlang und unterhalte mich gerade mit deinem Papa über euer Restaurant. Also ist es hier ja ein echter Familienbetrieb? Ja, das Anwesen hat mein Schwiegervater gekauft, dann haben wir es ein bisschen hergerichtet und seitdem, seit 2003 betreiben wir das eigentlich und ja, es geht ganz gut. Was haben Sie vorher gemacht beruflich? Haben Sie das extra gelernt? Nee, ich habe Stahl- und Betonbauer gelernt. Und ich habe das auch viel nutzen können durch zum Umbauen und. Weil wir es ja alles selber gemacht haben. Das ist ja auch ganz schön mutig, einfach so den kompletten Beruf zu wechseln. Ja, es ist mutig. Ja, man muss auch was wagen. Ne? Man muss es probieren. Ja, das ist richtig. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon total auf den Lammbraten. Dass die regionale fränkische Küche bei den Einheimischen ankommt, sieht man. So voll, wie das hier ist. So, bitteschön, einmal Salat und Lammbraten. Das sieht ja toll aus. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. So, guten Appetit. Dankeschön. Also, was ich bisher in der Fränkischen Schweiz an Essen erlebt habe, schmeckt echt gut. Ich glaube zwar, ein Vegetarier würde verhungern, aber Gott sei Dank bin ich keiner. Das Tal ist wieder enger geworden. Lichte Wälder säumen das Ufer der Wiesent. Was für eine Idylle. Nur die Geräusche sind etwas seltsam. Ach, das ist die Ursache. Die Fränkische Schweiz ist eines der Top-Klettergebiete Deutschlands. Kein Wunder, ist doch der Frankenjura außerhalb der Alpen das felsenreichste Gebiet. Seit mehr als 200 Jahren wird hier geklettert. Ich finde es wirklich beeindruckend, dass dieser Mensch da oben es schafft, trotz der Anstrengung einen Bewegungsablauf zu haben, der anmutig ausschaut. Ich muss es echt so sagen. Jede einzelne Bewegung ist ganz genau geführt und dann gesetzt. Wie beim Tanzen, wenn jemand etwas sehr Kompliziertes tanzt, ist das ganz genau so, dass die Konzentration wirklich so auf dem ganzen Körper ist, bis in jedes Detail, nämlich in die Finger und in die Zehenspitzen hinein. Das sieht unheimlich schön aus. Ja, klettern würde mich auch sehr reizen. So eine Felswand zu bezwingen, muss faszinierend sein. Ich bin zwar schwindelfrei, aber von der Technik habe ich keine Ahnung. Da müsste ich erst mal einen Kurs besuchen. Und Ausrüstung habe ich ja auch keine. Dankeschön. Schaut ja wild aus, was du da oben machst. Wie lange kletterst du schon? Ein paar Jahre. Über 25 Jahre bin ich jetzt schon am Klettern. Ja, das sieht man. Ich muss erst mal die Schuhe aus. Die sind nämlich relativ eng. Schaut doch klein aus. Wie viele Größen sind die kleiner als deine normalen Schuhe? 4 Nummern. Oh Gott. Also ich habe normal 44. Und das ist 40er. Und wie gewöhnt man sich daran? Gar nicht. Nee, also natürlich gewöhnen sich die Füße ein bisschen dran, aber wenn es neue Schuhe sind, ist es immer ein bisschen unangenehm. Wie fühlt sich das an, wenn man da oben in der Wand hängt? Ja, wie fühlt sich das an? Irgendwie frei. Also wie gesagt, man ist weit oben, hat ein bisschen Luft unterm Hintern und ja, das sind halt schöne Bewegungen, das ist anstrengend, das sind viele Sachen, die da zusammenkommen, was die Faszination Klettern ausmacht. Wie viel Zeit investierst du ins Klettern? Viel. Also, ich bin ja beruflich schon kletterntechnisch unterwegs und würde mal sagen, im Sommer bin ich 6 Tage am Fels unterwegs. Genau. Tapfer. Ja. Was heißt beruflich? Was machst du da? Ich habe selber eine Kletterschule bzw. Outdoor-Firma, biete eben Kletterkurse an und mache Events mit Schulklassen, mit Firmen und bin privat mit Leuten unterwegs. Aber viel Zeit für eine Familie ist da nicht, oder?
Doch, sogar sehr gut. Also ich bin verheiratet, ich habe einen ganz netten Sohnemann, der 2,5 Jahre ist. Der holt auch schon so ein bisschen, also in seinen Rahmen, der ist 2,5. Und meine Frau, die ist auch fleißig am Klettern seit über 15 Jahren. Ja, ja super, genau. Wie praktisch. Genau. Wunderbar, dann halte ich dich nicht länger auf. Viel Spaß. Wünsch dir was, ne? Danke. Bis demnächst. Schönen Tag noch, ciao. Ne? Servus, mach's gut. Ciao. Dass die Wiesent nicht immer so friedlich dahin plätschert, zeigen die Hochwassermarken an dem alten Sägewerk. Ich habe bisher nur ihre schönen Seiten kennengelernt. Aber wie viel Leid und Elend wird der kleine Fluss wohl im Lauf seiner Geschichte schon ins Tal gebracht haben? Es ist Mittag. Ich bin hungrig und ich habe Durst. Brauereigaststätte Schroll, das hört sich doch gut an. Eigentlich bin ich als Nicht-Biertrinkerin in Oberfranken völlig falsch. Denn die Region hat weltweit die höchste Brauereidichte. Allein in der fränkischen Schweiz soll es etwa 70 Brauereien geben. Zum Glück bekomme ich in dem kleinen Familienbetrieb auch ein frisches Mineralwasser. Wenn's bei uns nicht reicht, melden Sie sich. Eine deftige Brotzeit gibt es dazu. Georg Schroll braut nur für die Region. Übrigens wie viele Braumeister hier. Vielleicht lässt mich der Wirt nachher sogar einen Blick in sein Allerheiligstes werfen. So, das ist unser Sudhaus. Aha. Hier wird aus geschrotetem Malz und Wasser wird ein flüssiges Zuckerwasser hergestellt. Es gibt ja sehr viele Brauereien hier. Ist das ein besonderes Rezept, was Sie hier haben? Also das ist jetzt ein helles, was ich gerade braue. Das hat ein wenig einen hopfigeren Geschmack. Und dann machen wir noch die Hauptsorte, ist ein rötliches Lagerbier. Langbier schimpft sich halt bei uns. Und das ist ein wenig lieblicher. Saisonell brauchen wir ein Bockbier. Und seit 3-4 Jahren auch ein Weizenbier. Also Brauereien sind mir was Vertrautes, weil ich aus München komme. Was an dieser aber ganz besonders ist, finde ich, dass dieser Mann das alleine macht. Also das hat mich tatsächlich überrascht. Denn es ist ja schon ganz schön viel, was die auch produzieren. Das fand ich schon beeindruckend. Respekt. Hoch über dem Tal, Burg Rabeneck. Da will ich als nächstes hin. Um 1300 wurde die Burg erbaut. Der steile Pfad hoch zu der Anlage wirkt so archaisch, als stamme er noch aus dieser Zeit. Einst sicherte die Burg einen der wichtigsten Handelswege von Nürnberg nach Prag. Ob Händler vor Urzeiten ihre kostbaren Waren mit Eseln auf dem schmalen Steig transportierten? Oder ob hier auch die romantischen Dichter Tieck und Wackenroder auf ihrer berühmten Pfingstreise vorbeigekommen sind? Heute ist die Burg in Privatbesitz. Man kann hier heiraten oder seinen Geburtstag feiern und sich dazu Ritterturniere und eine Dracula-Show oder Bauchtänzerinnen, Feuerschlucker und Zauberer buchen. Ganz nach Geschmack. Und man kann hier übernachten. Das würde ich gerne machen. Ich habe noch nie in einer Burg geschlafen. Na, hoffentlich klappt das mit dem Zimmer. Es wäre echt schade, wenn alles belegt wäre. Hallo, schönen guten Abend. Sind Sie der Burgherr? Bin ich. Wie schön, er hat noch ein Zimmer. Der Burgherr heißt übrigens Norman Schiller. Er ist kein Adliger, sondern bürgerlich. 1975 hat er die damals vollkommen heruntergekommene Anlage gekauft. Als gelernter Steinmetz und Maschinenbauingenieur hat er alles selbst wieder hergerichtet. Milatschko, komm mal runter, Übernachtungsgast. Ich komme. Und weil es selbst in der allerschönsten Burg so ganz alleine schnell langweilig wird, gibt es zwar keinen Burggeist, dafür aber eine Burgherrin. So, hallo, ich grüße Sie. Hallo. Meine Frau. Schön, Sie kennenzulernen. Ich hatte nie den geheimen Wunsch, mal Burgbesitzer zu werden.
aber ich hatte diesmal quasi zufällig über den Weg gelaufen und dann bin ich mal hierher. Ich habe gehört, die ist eventuell zu verkaufen. Dann bin ich hierher und habe dort vorne über die Mauer geschaut und der Blick ins Tal hat mich so fasziniert, dass ich dann, ohne dass ich hier drin war, gesagt habe, also wenn das möglich ist, dann würde ich die gerne kaufen. In welchem Zustand war diese Burg, als Sie sie damals gekauft haben? Die war halb Ruine. Ja, also alles war sehr schlecht. Die Dächer hatten Löcher, die Mauern hatten Riesenlöcher. Und von der Installation her war alles nur das Primitivste, was überhaupt möglich ist. Sie leben hier ja tatsächlich wie ein Burgfräulein aus dem Märchen. Ist das tatsächlich so, wie man sich das vorstellt? Oder wie ist es in Wirklichkeit? Ich muss sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie ist das, richtig sein? Weil ich bin keine richtige Burgfräulein. Aber gut, fühlt sich das schön. Es ist ein bisschen doch anders. Ja, von Anfang war das auch ein bisschen so nicht schwierig, aber das alles ungewohnt und die ganzen Schatten hier und alles, die Geräusche sind anders in den alten Gebäuden und das muss man sich gewöhnen, dann wenn irgendwo sitzen wir im Sessel und dann plötzlich die ganze Wände oder so beginnen ein bisschen Geräusche machen, dann muss man gleich nicht Angst bekommen, dann kommen Geister, aber das Holz, die Gebäude, das Holz und ganz arbeitet und dann Holz ist das doch ein bisschen anders, aber schön. So, dann wollen wir ins Zimmer? Sehr gerne. Okay, ja. Dann kommen Sie mit. Vielen Dank. Gut. Und dann schönen Aufenthalt. Dankeschön. So, kommen Sie rein. So, bitteschön. Das ist aber schön. Ja, das ist die schönste unsere. Ja, wie viele Zimmer haben Sie hier? Wir haben 3 Doppelzimmer. Alle Zimmer haben WC-Dusche. Ja, sind alle hier in dieser Etage. Wie ist das für Sie, hier zu leben, so etwas abgeschieden? Na ja, wir leben mal hier. Schön, ruhig. Arbeit ist auch da oder genug, aber trotzdem. Gott, trotzdem gefällt mir hier sehr gut. Ich liebe die Ruhe. Die Ruhe ist für mich wichtig hier. Für mich allein sein manchmal auch. Ich brauche nicht viel Menschen. Brauche ich Menschen zum Leben, aber nicht viel. Ich finde es schön, dass die sich da so zusammengetan haben und so eine, ja, ich glaube, nämlich schwierige Aufgabe meistern. Ich glaube nämlich, diese große Burg zu bewirtschaften, ist ganz schön anstrengend. Das ist sicher sehr viel Arbeit. Und ich glaube auch, dass es Zeiten gibt, in denen es auch einfach anstrengend ist, sich dort aufzuhalten, nämlich im Winter. Da geht man sich sicher auch auf die Nerven. Also die sitzen ja dann da aufeinander und können quasi nicht mehr weg. Und das finde ich schon schön, dass sie das auch so schaffen als Paar. Die wirken auch so, als wären die irgendwie so gut drauf miteinander. Kommt vielleicht auch durch die gemeinsame Aufgabe. Aber das fand ich schon sehr schön. So eine Übernachtung auf einer Burg ist ja ganz schön. Den Ausblick fand ich toll. Aber wohnen möchte ich da nicht. Also es ist ja so groß und dunkel. Ich fand es auch so ein bisschen bedrückend. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie das ist, wenn es Winter wird. Und dann wird es kalt und dann zieht es da oben und dann schneit es. Und dann kommt man durch diesen Wald da fast nicht mehr weg. Also meins wäre es nicht. Aber so mal zum Übernachten und ausprobieren und anschauen, ist es schon ganz schön. Es heißt, wer einen Fluss wirklich kennenlernen will, muss ihn vom Wasser aus erleben. Und das wollen viele hier. Und heute auch ich. Ein Kajak ist dank der zahlreichen Kanuverleiher schnell organisiert. Und die dazugehörige Anleitung bekomme ich auch. Zu meiner Überraschung von Heiko, dem Kletterer vom Vortag. Er hilft hier manchmal aus. Ich erkläre dir hier ein bisschen was zum Bootfahren und zu den Regeln auf dem Fluss auch noch. Ja. Wie die ganze Geschichte ausschaut, weißt du mittlerweile. Wichtig ist halt, die Wiesen ist ein Naturschutzgebiet. Ich denke, mit normalem Menschenverstand sollte dir klar sein, wie das funktioniert. Jetzt fängst du nah am Boot an, ziehst das Paddel nach hinten. So siehst du schon, funktioniert es nicht. Rechtes Handgelenk nach unten, links, rechts, links. Ja. Spätestens nach 2 Kilometern weißt du, wie man gerade ausfährt. Und sonst einfach darauf achten, dass du gerade im Boot drin sitzt. Also nicht den Fehler machen, Äste zum Beispiel kommen von links. Einmal nach rechts legen, mal probieren kannst du das. Ne? Das Wasser ist relativ kalt. Fragen dazu? Nö. Ja, schön mittig, alles gut. Perfekt. Ich habe voll Angst vor Wasser, ich bin fast ertrunken. Das ist ja genau das Richtige dann heute, ne? Super. So, Knie runter, unter den Rand, wichtig, und die Füße in die richtige Position. Okay. Und yeah. Und dann geht's los. Ein Stück gerade drin sitzen bleiben, ne? Viel Spaß. Servus. Servus. Geil ist das, voll schön.